Chimmery, das sind 100.000 Dollar, die den Indianern gehören. Okay. Was sollen die mit dem Geld? Du bringst sie zur Bank, ohne dass sie es merken. Gut, Sheriff. Ich bringe das Geld schon an die richtige Adresse. Da ist schon der Zug. Zurückbleiben! Ich habe nur das Geld vergessen. Bitte das Fahrgeld. Dürfte ich Sie um beide Hände bitten, mein Herr? Hatten Sie eine gute Fahrt? Hä? Eine gute Fahrt? Was für ein Bart? Wie meinen Sie? Ach, ich verstehe, Sie sind etwas schwerhörig. Ich mache mir große Sorgen, weil in der letzten Zeit so viele Züge ausgeraubt worden sind. Ich werde Sie vor jedem Mädchenhändler beschützen, denn ich bin ein verschwiegener Detektiv. Sehen Sie, in diesen Säcken schleppe ich 100.000 Dollar Staatsgelder mit mir herum. Hä? Ich schleppe 100.000 Dollar mit mir herum. Genau, 100.000 Dollar. Das würde ich aber lieber nicht so laut sagen. Mein Herr, Sie sind ein tüchtiger Mensch und bei mir können Sie Ihr Geld leicht verdoppeln. Ach was, verdoppeln? Wollen Sie es nicht bei mir verdreifachen? Nein. Also nicht. Dann verlange ich meine Zigarre zurück. Ich meine auch. Sie sind ein feinfühliger Geschäftsmann. Nach Ihnen, mein Herr. Ich hole die Kohlen. Hände hoch! Sie brauchen wohl eine besondere Einladung. Keine Bewegung, es könnte Ihre letzte sein. Mein Herr, Sie sind ein tüchtiger Mensch und bei mir können Sie leicht Ihr Geld im Handel drin verdoppeln. Bin ein ehrlicher Räuber. Hilfe! Hilf! Arthur, aufstehen, du Schlafmütze. Ein Zug ist aufgehalten worden. Was denn, eine Zugverspätung? Das gibt's doch alle Tage. Aber in dem Zug sind Räuber. Deine Hilfe wird gebraucht. Soll ich Verbrechern helfen? Da hätte ich ja nie Feierabend. Arthur, sei nicht albern. Hilf! Heyo! Jetzt zittert die Unterwelt. Sind Sie der Detektiv Chimmery? Ja. Aber das darf ich eigentlich selbst nicht wissen. Und wer sind Sie? Ich bin Arthur von der Schutzengelbrigade und ich komme von fern, von einem Stern. Fahrkarten bitte. Ich habe keine. Wohin reisen Sie? Wohin reisen wir? Nach Laramie. Nach Laramie. Wo sind Sie zugestiegen? Wo ist das gewesen? Was weiß denn ich? In was weiß denn ich? Sie sind in Touch City eingestiegen. Das kostet dann 5 Dollar. Anzahlung. Ich habe nur 2,5 Dollar Spesen. Dann setze ich Sie mitten auf der Strecke raus. Oh. Nun sieh mal einer an, da sind schon wieder neue Räuber. Aber was die da angerichtet haben, ist wirklich ungezogen. Ich möchte wetten, die jagen keinen Zügen mehr nach. Ich bitte um Vergebung, teure Amikos, wenn ich störe. Doch da ich ein Räuber bin, Caramba, muss ich Sie leider berauben. Liendo, wenn ich bitten darf. Sie könnten uns nur etwas geben. Wir sind schon ausgeraubt. Ich noch nicht. Oh, wie bedauerlich, Senor. Der Schaffner hat alles. Senor? Bitte, das ist alles. 2,5 Dollar. Die borg ich mir von Ihnen. Da, jetzt ist alles bezahlt. Mein Herz blutet, wenn ich Menschen die Habe abnehme. Aber noch mehr blutet es, wenn sie keine Habe haben. Tja, Sie haben eben ein großes Geschäft verpasst. Wie meinen Sie das? Vor Ihnen hatten wir den hübschen Besuch Ihrer Zunft genossen. Sie kassierten 100.000 Dollar. Unlauterer Wettbewerb. Wie sahen Sie aus? Ich erkenne Sie jederzeit wieder. Sie waren maskiert. Besondere Kennzeichen? Ja, Sie hatten alle grasgrüne Hemden an. Grüne Hemden? Caramba! Das waren bestimmt die Jungs von der Purpurbande. Sie tragen grüne Hemden, um die Leute irre zu führen. Ich kenne Ihr Versteck. Alle Mann! Mir nach! Die bringe ich zur Strecke. Das Geld muss in die rechten Hände. Ein für dich, ein für mich, ein für dich, ein für mich, ein für dich, ein für mich. Das ist tatsächlich die Purpurbande. Ich erkenne sie am Pferd. Einen für dich, einen für mich, einen für dich, einen für mich.
Einen für dich, einen für mich. Hey, hier stimmt doch etwas nicht. Fragt sich nur bei wem. Pass auf, jetzt mache ich's ganz anders. Einen für dich, einen für mich. Einen für dich, einen für mich. Das verstehe ich nicht. Angenommen, du haust mich nicht übers Ohr. Wie kommt es dann, dass dein Haufen größer ist als meiner? Auf meiner Seite ist der Tisch etwas höher. Verzeihen Sie, wenn ich Ihren Erfahrungsaustausch unterbreche. Aber tun Sie mir doch bitte die Liebe. Nehmen Sie die Hände hoch, Caramba! Schütten Sie das Geld in die Säcke und geben Sie es her. Eine Quittung bekommen Sie später. Sieh mal da, eine Windhose. Oh, das wird denen wohl Jacke wie Hose sein. Wie habe ich das gemacht? Jimmy hat noch nie versagt. Oh. Erschrecken Sie bitte nicht. Wir sind keine wilden Räuber, sondern die, denen das Geld gehört. Wenn ich bitten dürfte? Wie bringen wir das dem Publikum bei? Denn es ist das erste Mal im amerikanischen Fernsehen oder Film, dass die Indianer etwas zurückbekommen.